Das TikTok-Verbot für diesen Polizisten bleibt, nachdem er einen Kriminellen interviewt hatte. Was ist da los? Der Berliner Hauptkommissar war als Officer Danny in den sozialen Medien unterwegs. Ärger gab es dann, als er Arafat Abu-Chaka bei TikTok interviewt und geduzt hatte. Der wird immer wieder mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht. Die Polizeibehörde hatte damit ein Problem und verbot dem Polizisten 2022 die Social-Auftritte als Officer Danny. Der Grund? Weil der Beamte als Vertreter der Polizei zu erkennen sei, könnte die Aktion dem Ansehen der Polizei schaden. Das Verwaltungsgericht Berlin hat das Verbot jetzt nochmal bestätigt. Dienstliche Interessen würden durch die Auftritte des Kommissars beeinträchtigt. Was meinst du? Kannst du die Entscheidung nachvollziehen? Schreib's mal in die Kommentare.